Ja, Tatte, die Fans hatten Gelegenheit, über die letzten Tage ein paar Fragen zu stellen über Facebook. Und wir schauen uns das jetzt ja gemeinsam mal an und stellen dir ein paar davon. Okay, dann schauen wir mal. Die erste passt auch aus gegebenem Anlass. Du hast im letzten Spiel 2 Tore erzielt. Daniel Lindenau fragt, was hat es mit deinem Jubel auf sich? Nach einem Tor klopfst du dir immer unter dem Trikot auf die Brust. That's my goal celebration, and it's for my mother. She passed away for some years ago, so I do it for her. I've done it for a while now, so yeah, that's for her. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte. Yeah. Schauen wir mal weiter. Okay, passt auch zu dem Spiel am Sonntag, weil der Elfmeter ja ein bisschen daneben gegangen ist. Der Joshua fragt, übt ihr im Training auch Elfmeterschießen? Yeah, that, like I said on the question after the game, it was not so good penalty, but I've done better penalties in my career, but I scored a goal and I have to train a little bit more, maybe. Okay, ja, das war natürlich das Yeah. Wichtigste. Und der Sieg gegen Bochum. Nächste Frage kommt von Steven. Spielst du gern FIFA? Und wenn ja, spielst du lieber dich selbst oder Spieler wie Ronaldo oder Messi und Co.? Yeah, I play FIFA. And I'm not playing with myself. I'm not so good. The player is not so good. I'm as a FIFA player is good, but yeah, usually I play with Ronaldo or Messi or some other great players. Okay. Oh, da scheint jemandem deine Frisur zu gefallen. Dominik von einem fragt, hey, zu welchem Friseur gehst du? Friseur. Yeah, Hairdresser. yeah. Been to different ones here in Braunschweig, but I have one in Sweden. So every time I go home, I go to her. She's very good. Okay. Und eine Fanseite Eintracht Braunschweig FCM News fragt, welcher Moment war bisher dein schönster bei der Eintracht? Oh, hopefully the best is yet to come. If Das we, hoffen wir alle. yeah. But the best moment, yeah, of course. The games gegen Hannover is so big, but I hope we could win those games, but fortunately we didn't. But before the games and like the atmosphere around it, that was re very cool, very Okay. cool. Yeah. Dann schauen wir mal weiter. Da hat jemand eine Frage, der Andreas Schneider in Bezug auf die schwedische Nationalmannschaft. Wie ist Zlatan Ibrahimovic abseits von den Kameras so drauf? Yeah, I never met him in personally. I only see football games or his interviews. So when I started with the national team, he quit. So it was unfortunately, but Okay. maybe lucky for me also because then I came to the national team. Kann sein. Vielleicht lernst du ihn noch mal anderweitig Yeah. kennen. Wir schauen weiter. Alessandro Sommer fragt, du passt perfekt ins Team. Wie hast du das so schnell geschafft? I think, yeah, since I came here, the team has been very nice to me, and it was very easy to come into the group. And also, the staff, the leaders all around you, it's been very nice to come here. It's like from the first day, it was very good, so it was easy to come to the group. And of course, when the team also plays good on the field, you get self-confidence, you and also the team. So I think it's many factors who come together and yeah, it brings a good atmosphere. Schön. Wie gefällt dir denn die Stimmung hier im Stadion an der Hamburger Straße, hier im Eintrachtstadion, fragt Uwe Köhler. Stimmung. Die Atmosphäre The hier in the atmosphere, stadium. yeah. Very good. Always good here. It's amazing. Always full, always good atmosphere. Stimmung. No, it's very good. And every game here is perfect from the supporters. Gabriela Burscheid fragt, mit welchen Spielern du auch privat etwas unternimmst. Mostly I'm with Gustav, then we can speak Swedish, Norwegian, so that's good. But also I have my girlfriend here, so usually I spend a lot of time with her. Wie ist Gustavs Deutsch? Du hast schon oft erzählt, dass er sehr gut spricht. Yeah, Gustav is talking really good Deutsch. Me, not so much. I understand, but a little bit, but I don't speak so much. But Gustav is Aber good. ihr habt immer noch Deutschunterricht? Yeah, once a week, Okay. so it's getting better. Okay.
So. Ja, eine Frage, wenn es wirklich klappen sollte mit dem Aufstieg, auf welchen Gegner wäre deine Vorfreude in Liga 1 am größten, fragt Philipp Christian Luther. Oh, you have to look for this. Which opponent are you most looking forward to in Bundesliga? The team. Yeah, or which team want to Of play the most? course, Bayern Munich or Dortmund. Okay. It's big clubs, big players. Will be fantastic to play against them. Hoffen wir mal, dass es so kommt. Yeah, me Und too. dann letzte Frage auf Deutsch zumindest. Der Janin Göritz fragt: Wer war oder ist dein größtes Vorbild im Fußballsport? It is, and but not so much anymore, maybe. But Francesco Totti in AS Roma. He was my favorite player, and I love the team also, Roma. So Totti was my favorite player. Now he's a little bit older, doesn't play so much, but yeah, I like him very much. Schon seit deiner Kindheit. Yeah. Ja, okay. Gut, und dann sind noch ein paar Fragen auf Schwedisch hereingekommen. Da musst du mir natürlich ein bisschen bei helfen. Ich suche die gerade mal Kein heraus und wir Problem. schauen uns das mal an. So, was ist denn? Hier ist eine, genau. Say in English. No, You yeah. can read it out on Swedish. Swedish and then translate for us in English and then I will tell the German. Okay. Jesper Sandberg says, "Tjena Totte, vad kan publiken i Norrköping lära dig av din nya publik?" And that means Hello Totte. What can the supporters in Norrköping learn from the new supporters in Braunschweig? Okay, also was kann das norwegische, das schwedische Publikum in Norrköping noch von unserem Publikum hier in Braunschweig lernen? Und? No, I think supporters from Norrköping, they are very good also, and for every year they're getting bigger and bigger. But it feels like here, it's always full. Everybody's singing all the time. It's so good atmosphere, and I think maybe sometimes the whole stadium is singing. Maybe something like that they can learn, but I don't know. It's such a hard question. Okay, hier ist noch einer von Mona. Mona, hur är det i Braunschweig? Vad saknar du från Sverige utom familj och vänner? Hur är din tyska? How is it in Braunschweig? What do you miss from Sweden, except your family and friends? And how is your Deutsch? Okay, also, wie ist es so in Braunschweig? Was vermisst du von Schweden und wie läuft es mit dem Deutsch? It's very good in Braunschweig. Like it very much here. It's a very good city. Very nice people, very good stadium, very good team. So I'm very, very happy here. Dem Deutsch hatten wir ja gerade schon angesprochen, kurz. And what I miss from Sweden, of course, it's my family and friends the most. But also my old team, of course. It's my first club. This is my second club, so of course. But I'm very happy here and I don't miss so much. But No, and my Deutsch is getting better, better and better. Ich glaube, eine hatten wir noch. Schau mal mit, ob du sie entdeckst. Da, nein, Na, die hatten wir schon. Noch ein wo die? Nee, die war Nein. nicht. Hier, Thomas Persson. Thomas Persson, när kommer du hem igen? Du är saknad. He says, when do you come home again? We're missing you. Wann kommst du mal wieder nach Hause? Du wirst vermisst. Maybe someday I will, of course, come and visit because I have everything in Norrköping. But one day I hope I can play again for Norrköping, of course. But now I'm here and I'm very happy here. So I hope I stay here for a long time also. Ja, das hoffen wir natürlich auch, dass du uns noch lange erhalten me bleibst. too. Möchtest du noch einen Gruß an die Fans richten, dich nochmal für die Fragen bedanken vielleicht? Very good questions. Very good question and thank you for all the questions. Alles klar, danke. Alles klar, danke.